Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Tutorial Bau dir deinen Rechner selber, in welchem wir hier einen kleinen Homecomputer selber bauen, den Hive-Computer. Was haben wir bisher geschaffen? Wir haben unsere Netzteil bestückt, wir haben unser Host-Interface bestückt, um mit unserem Computer, mit unserem PC, mit den Mikrocontrollern zu reden. Wir haben Bellatrix bestückt, den ersten Mikrocontroller, und mit diesem unsere Grafikkarte, VGA und Video in die Gänge gebracht und Maus und Tastatur angeschlossen. Ja? Man sieht, hier ist jetzt schon etwas mehr bestückt. Darum geht es jetzt in dieser neuen Folge. Und zwar bringen wir Administra in die Gänge. Administra, wir erinnern uns, aus der Übersichtsfolge, zuständig für Sound, für Dateisystem, Netzwerk und so weiter und so fort. Und SD-Card bzw. Dateisystem und Sound-Interface, darum geht es in der heutigen Folge. Ja, also die Palette erstreckt sich von Bach, wie wir gerade hören, über Darth Vader bis zum Bundestag. Und was das alles so miteinander zu tun hat, das werdet ihr in dieser Folge sehen. Also dann, ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachbauen. Also dann. So, kurz zum Soundinterface, weil das hat ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Warum? Weil am Anfang hatte ich im Soundinterface halt auch einen kleinen Kopfhörerverstärker integriert und der war viel zu empfindlich. Das lief vorne und hinten nicht. So, hier haben wir die Bauteile. Müssen wir jetzt auch nicht so im Extrem zelebrieren. Aber wenigstens zur Schaltung kurz. Das Soundinterface ist hier im Schaltungsplan Platz 2, hier im oberen Teil. Ja, hier kommen diese beiden Leitungen und gehen an R22 und an R21, kommen von Port 8 und Port 9 von unserem Administra-Chip. Ja, da steht auch dran, Sound links, Sound rechts, die beiden Soundkanäle. So, dann geht es hier, was wichtig ist zu beachten, es gibt bei dieser Schaltung zwei Bestückungsvarianten. Ja? Und zwar wir bestücken jetzt die einfache Bestückungsvariante, weil die in meinen Augen völlig zureichend ist. Es gibt noch eine bessere, die noch eine Filtercharakteristik hat, die kann man machen, muss man nicht. Ja? Zu beachten ist, dass hier auf dem Schaltungsblatt die Bauteile für beide Bestückungsvarianten enthalten sind. Ja, also zum Beispiel bei R22 steht hier 270 Ohm / 1 Kilo Ohm. Der erste Wert ist immer der für die einfache Bestückungsvariante, der zweite Wert der Wert für die komplexe. Im Tutorial selber ist das nochmal extra ausgeführt. Dort ist der Schaltplan auch nochmal aufgezeichnet, so wie er ist, wenn man jetzt die Bauteile weglässt für die komplexe Variante. Man sieht also hier, dass hier diese 1 Nanofarad Kondensatoren wegfallen, und hier ist es dann auch nur so beschriftet von den Bauteilwerten, wie es für die einfache Bestückung nötig ist. Ja, das ist ein bisschen übersichtlicher. Warum jetzt nicht unbedingt die komplexe? Wir haben es, also für mich ist das hier ein Bastelprojekt, was so, wie gesagt, Homecomputer-Niveau hat. Ich brauche da keine HiFi-Qualität. Dafür hat der Rechner wahrscheinlich eh nicht so die Ressourcen. Was wir uns hier anhören, sind Chip-Sounds. Da saut der Propeller-Chip hier über so eine Sitcock-Rechtecke und Dreieck-Impulse raus. Da ist so ziemlich wurscht, wie das klingt. Da fliegen hier eh die Boxen weg. Insofern, und die Qualität reicht völlig zu. Reicht völlig zu. Ihr werdet das sehen, und was ihr bisher gesehen habt in den Demos, auch was ich am Anfang vorgeführt habe oder so, das ist alles mit der einfachen Schaltung realisiert. Ja, das reicht völlig zu. Also bestückt diese Variante. Ja,
Es gibt hier noch diese Soundbridge, die haben wir, die löten wir gleich noch ein, und zwar hier im hinteren Teil. Hier hinten ist das diese Steckbrücke. Dort müssen dann in der Mitte zwei Jumper gesteckt werden. Ja? Wozu dient's? Ich kann diese Jumper ziehen und dann kann ich an der linken Seite kann ich hier diese Soundsignale abgreifen, meinetwegen mit dem Flachbandkabel, und kann die in einer eigenen Schaltung verarbeiten. Ja? Wozu brauche ich es? Wenn ich zum Beispiel Boxen direkt in mein Gehäuse einbauen will, ja, dann will ich die ja nicht hinten an der Klinkenbuchse abgreifen, sondern dann kann ich sie hier an diesen Pin-Header abgreifen und kann sie direkt über einen kleinen Verstärker zu meinen Boxen führen oder meinen Lautsprechern, die ich im Gehäuse integriere. Wenn ich dann aber trotzdem diese Klinkenbuchse verwenden möchte, kann ich mit meiner Schaltung auch direkt wieder auf diese Klinkenbuchse gehen. Ja. Okay, Bauteile minimal, halt die Pavierstände, ein bisschen Zeug, Klinkenbuchse und dann geht das los. Ist jetzt nicht weiter erwähnenswert. So, Sound ist bestückt und ich habe jetzt schon den Testrechner angeschlossen. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Sound. Müssen wir mal schauen. Also der Rest bleibt ja so. Wir haben ein Host-Interface dran, Stromversorgung und jetzt halt die Box. Und lassen wir die Puppen mal tanzen. Ich habe eine ganze Anzahl an Testprogrammen hinzugefügt. Wir sind ja jetzt bei Schritt Nummer 6, Administrator Sound SD-Card, also nicht vergessen, dass das Paket nochmal neu holen, das werde ich dann im Anschluss an den Videoschnitt dann aktualisieren auf der Download-Seite. Ja. So, gucken wir mal rein. Wir sehen schon unsere beide Chips, Bellatrix und Administra, sind momentan über Prop disabled, mit diesem Programm geflasht und melden sich halt mal per LED, sind aber inaktiv auf dem Bus. Ja? So, okay, fangen wir an mit dem blanken Sound Interface. Dafür habe ich hier als zweiten Test das Hydra Sound System integriert. Ich starte es einfach mal. Das ist also wirklich bloß die Start-Spin-Datei und eine Objektdatei für das Hydra Sound System. Ja. Geht alles noch mit dem Propeller-Tool von Parallax. Erst in der Endphase, wenn wir dann das Trios übersetzen und installieren auf dem Rechner, brauchen wir dann einen anderen Compiler, eine andere IDE. Okay, ja, das ist eigentlich dieses Original Programm, wie es mitgeliefert wird als Demo zum Hydra Sound System. Man kann hier verschiedene Dinge machen mit dem Hydra Sound System. Das sind hier drei Blöcke. Man kann hier entweder so ein Modul abspielen. Das werden wir jetzt als erstes machen. Man kann hier die Soundeffekte testen. Das Gerät hat zwei Soundchannels. Und man kann hier noch ein komprimiertes eine komprimierte Wave-Datei abspielen. Und man entfernt dann bloß die Kommentarzeichen hier. Die einzelnen Tests sind ja auskommentiert. Wir haben jetzt also nur den blanken Player, ja, das Objekt, dieses HSS-Objekt, hat einmal einen Loader für so ein Modul. Und wenn das Modul in den Puffer geladen ist, wird der Player gestartet und spielt es ab.
Und am Ende, wir sehen hier, hier ist ein Zeiger auf BG Musik. BG Musik ist ein, hier ist die Marke dazu. Und hier wird dann immer eine entsprechende Sounddatei einfach eingefügt in die, in das spätere, in das Kompilat. Und man kommentiert hier einfach aus, was man hören möchte. Hier sind also alle diese Dateien schon enthalten. Man kommentiert die entsprechend aus. Jetzt aktuell dieses HSS-Intro, die HSS-Intro-Datei. Ja, schieben wir es einfach mal rüber. Ach so, ja, hier brauchen wir ja noch keine SD-Karte. Ne, können wir rüberschieben. Müsste eigentlich Krach machen, wenn wir alles richtig bestückt haben. So, und wie wir hören, macht es auch richtig Krach, war jetzt ein bisschen laut gedreht. Ja, wunderbar. Also Soundsystem funktioniert. Man kann jetzt hier im Übrigen einfach mal so einen Jumper ziehen. Ja. Und dann nimmt man rechten oder linken Kanal weg. Jetzt haben wir nur noch die Hälfte. Jetzt ziehe ich den anderen mal auch raus. Und dann ist Ruhe. Ja. Haben wir hier nur noch so ein leichtes Übersprechen. Stecken wir mal den ersten wieder. So. Okay. So. Jo, das, man kann jetzt hier auch was anderes mal auskommentieren. Hier ist mal so ein anderer Sound. Schieben wir mal den nächsten rüber. Kann man also mit experimentieren. Unser Soundsystem, sehen wir, funktioniert. Es ist ja auch nicht so sehr viel dran, muss ich dazu sagen. Der Jumper hängt hier irgendwie ein bisschen schief. Okay. Das Hydra Soundsystem im Übrigen haben wir nachher auch integriert im Trios. Ja? Also sowohl als Kommandozeilenplayer als auch mit dem Star Tracker oder in diversen Spielen verwende ich es auch. Ja, bei Boulder Dash habe ich die Sounds mit dem Hydra Soundsystem gemacht. Standardmäßig ist es ist das Standard Soundsystem im Trios, wenn es startet. Ja. Dadurch, dass es sowohl Tracker-Module echt im Hintergrund abspielen kann, als auch parallel dazu zwei Effektkanäle hat, wo man dann, was weiß ich, diesen Heartbeat-Sound nachher dann abspielt eine Fehlersignalisierung machen kann, während irgendein Musikstück abgespielt wird. Ist das natürlich nicht schlecht. Nachteil, er braucht einen relativ großen Puffer, um diese Module abzuspielen. Ja. Später dann zum Beispiel in dem Netzwerkcode, der verwendet wird, wird auch das Hydra Soundsystem verwendet, aber nur die Effekt-Channel und der Modulpuffer wird radikal verkleinert, ja, weil wir dort dann zum Beispiel den Platz brauchen für den Netzwerkcode. So, schauen wir uns mal das nächste an. Administra MIDI und SD-Card. Hier haben wir jetzt Folgendes. Das ist ein MIDI-Player. Hier ist die Startdatei. Und
Und dieses kleine Demo spielt MIDI-Dateien von der SD-Karte ab. Ja. Das ist von Andy Schenk, das Demo, das ist so ein bisschen angepasst halt an den Hive. Und verwendet einen ganz guten, brauchbaren Synthesizer. Also wir haben leider für diesen MIDI-Sound noch keine Integration im Trios. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich liegt es dran, dass halt dass ich nicht so sehr viele MIDI-Sounds habe. Ja? Zur Sidcock habe ich halt sehr viele. Ja, das sind die. Da hat man natürlich viele Quellen für Musik. MIDI, es geht hier zum Beispiel bei dem Synthesizer-Format 0 nur. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Es wird wahrscheinlich verschiedene Formate geben bei den MIDI-Dateien. Und man kann wahrscheinlich, so, wenn ich mich recht entsinne, auch, was weiß ich, ein Format 1, MIDI-Format 1 in 0 konvertieren. Aber da sind mit Sicherheit irgendwelche Verluste da, kann ich mir vorstellen. Ich weiß aber nicht genau, was dort anders ist. Auf jeden Fall spielt dieses Demo hier MIDI-Dateien vom direkt von SD-Karte ab. Ja. Und man sieht, hier ist ein kompletter Interpreter für diese MIDI-Kommandos drin. Ich, wie gesagt, ich kenne mich nicht toll aus, aber ich sehe hier, dass es halt verschiedene, hier werden die Daten, diverse Daten gelesen und dann gibt es hier verschiedene Kommandos, irgendwelche MIDI-Events und Note on, Note off und Mono und ach, was weiß ich nicht, alles Volume. Hier kann man Länge und Tempo und naja, also das ist schon recht umfangreich, aber auch gar nicht so groß. Ich hätte es mir eigentlich komplexer vorgestellt bei MIDI. Ja. Er verwaltet hier eine Playlist. Ja, hier stehen die ganzen im Programm Quellcode. Wie man es dann in eigenen Programmen nutzt, ist dann wieder eine andere Geschichte. Das heißt, wir müssen diese MIDI-Dateien, die liegen jetzt hier mit dem Verzeichnis, auf SD-Card übertragen. Na, wir wollen ja gleichzeitig testen, mit diesem Test auch funktioniert unser SD-Card. Ja. Dazu nehmen wir hier so eine ganz normale, kleine SD-Card. Ich habe hier so eine 2-Giga-Karte. Die formatieren wir. Ich stupsle die mal in den Kartenleser hier in meinem Netbook. So, und dann formatieren wir die auf FAT, also nicht FAT32 oder sonst irgendwas, sondern wir formatieren die auf FAT. Als Standard schlägt er das schon vor. Ich denke, er wird FAT32 nur vorschlagen, wenn die größer als 2 Giga ist. Aber sollte man vielleicht darauf achten. Wenn man jetzt eine größere Karte verwendet, dass man die per FAT formatiert. So, Name geben wir mal Hive. Schnell Formatierung habe ich jetzt an, dann geht's fix. Ja, ja, es wird alles gelöscht. Alles klar, Formatierung abgeschlossen. Ich möchte nämlich sagen, ich weiß nicht genau, das FSRW, wir können es ja mal laden. Das ist dieses FAT-System, was hier verwendet wird von dem Player. Wir verwenden ja im Hive ein anderes und das im Hive, was dann im Trios verwendet wird, verwendet FAT16, FAT32. Während die Version hier verwendet nur FAT16. Ja, ist vielleicht auch eine ältere Version. Das ist, die letzten Einträge sind hier von 2007. Ja. Eventuell gäbe es von dem FSRW hier auch eine neuere Version, die FAT32 macht. Ja, wir verwenden die jetzt einfach mal, ist ja wurscht. Ja. Nur darauf achten, FAT16 formatieren. So, und jetzt kopieren wir unsere MIDI-Dateien rüber. Jawohl, da sind sie. Wir sind mal ganz vorbildlich.
Wir werfen diese SD-Karten aus. Eigentlich ist das Leben viel zu kurz, um SD-Karten auszuwerfen, aber naja. Nicht, dass hier irgendwas nicht funktioniert. So, stoppeln wir in unseren Hive rein und starten unser Programmchen. Er müsste jetzt mit einem Stück von Bach anfangen. Ich schiebe es einfach mal rüber. So, das soll es mal genügen hierfür. Das ist jetzt laut genug. Ihr könnt es euch in Ruhe anhören, sind ein paar Stücke drauf. Wer MIDI, schöne MIDI-Stücke hat, einfach mal zusenden. Vielleicht habe ich ja dann doch noch irgendwie Lust, das mal im Trios zu integrieren. Also ich muss sagen, vom Klang ist es natürlich wunderbar. Ich weiß gar nicht. Ich kenne mich mit dem MIDI-Sachen nicht aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kanäle das alles macht. Mal in den Synthesizer reingucken hier. Mehrstimmiger Synthesizer mit GM1 Soundset. Ich kann mich entsinnen, irgendwie gab es da wohl verschiedene Sets. Und GM1 Drumset und 10 Kanäle. Das ist Wahnsinn. Ja, also das ist so vom von der Leistung eigentlich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Man sieht, was dann nachher auch möglich ist mit der Sitcop mit 3 Kanälen. Ja. Jo. Also das was zum Spielen, wenn ich mal irgendwo eine Quelle auftue, das wäre eigentlich mal noch eine schöne Sache, das im Hive zu integrieren. Das wäre mal ein schönes Wochenendprojekt, muss ich sagen. Ah, und dann könnte man sich mal umschauen, was es alles noch so für Quellen gibt für diese MIDI-Dateien. Vielleicht gibt es ja auch wirklich schöne Sachen. Ja. Man ist heutzutage leider viel zu sehr übersättigt mit solchen Dingen, als dass man das zu schätzen weiß. Ja? Ich meine, das sind ja alles Dinge, die hier durch diesen Chip synthetisiert werden. Das ist ja keine Konserve in dem Sinne, wie man das mit MP3s oder ähnlichen Sachen hat. Ja? Und da hat man mittlerweile so viel an Musik, zur damaligen Zeit, wo so diese Homecomputer aktuell waren, naja, das war die Zeit, wo man dann auch noch mit dem Kassettenrekorder rumgerannt ist, ja. Das war nicht so, dass man damals seine 500.000 MP3-Dateien irgendwo auf dem Server liegen hat, ja. Da hatte man dann 10 Kassetten gehabt und da hat man irgendwelche verrauschten und vergammelten Mitschnitte aus dem Radio drauf gehabt, ja. Und da waren natürlich solche synthetischen Klänge schon was Besonderes gewesen zur damaligen Zeit. Heutzutage weiß das keiner mehr zu schätzen. Ja. Ist so irgendwie. Ja. Und da war der Sound von den Homecomputern auch, also das war schon, zur damaligen Zeit kam dann auch, glaube ich, so dieser Synthie-Pop und solche Geschichten auf, die halt mit diesen Möglichkeiten auch gespielt haben. Ja. Kraftwerk oder ähnliche Sachen. Naja. So, kommen wir gleich zum nächsten. Zur Sitcock. Da habe ich 2 Tests. Der erste Test zeigt mal, wie man direkt mit der Sitcock wie man die programmiert und anspricht. Und der zweite Test spielt
DMP, also Dumps von SID-Dateien, dann mit so einer SID-Cog auch von einer SD-Card. Der erste Test also ohne SD-Card und der zweite mit SD-Card. Ja. Gucken wir mal rein. Den brauchen wir wirklich bis starten. Das sind im Wesentlichen eigentlich die Original-Demos von Johannes Alebrand. Die findet man auch so fast exakt so in dem Paket, was man sich zur SID-Cog holen kann, wenn man den Original-Quelltext sich mal anschauen möchte. Ich habe hier erstens mal die Dateinamen angepasst, also jetzt in unser Schema passen, dass die Startdatei nicht Startdatei ist, die Subdatei irgendwelche untergeordneten Objekte sind und natürlich die Pins angepasst. Ansonsten ist das hier ganz normal dieses Demo, was mit beiliegt. Das ist so ein Minimal-Tracker. Ja. Wir haben hier unten das Modul, das ist direkt im Quelltext vorhanden. Ja, da hat man hier die drei Kanäle und hier noch irgend so eine Filtereinstellung, der vierte. Ja. Und dann geht das hier Zeile für Zeile, wie bei einem ganz normalen Tracker, wird das einfach nur abgespult. Und wenn wir hier schauen, hier wird diese SID-Cog, die wird hier eingebunden. Ja. SID Start und SID Reset setzt das Register zurück, setzt das Volume auf 15 und dann geht es hier los. Dann werden bestimmte für die drei Kanäle bestimmte Waveformen gesetzt. Ja, den Kanal 1 setzen wir hier auf Rechteck und Pulsweite auf bla 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 und ja, Channel 2 auf Rauschen für den Drum Sound. Und Channel 3 auf Sägezahn. Ja, und dann wird das hier abgespult. Wir schieben es mal rüber. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Hört. Ja, dann kann man hier rumspulen. Hier haben wir die Filtertypen und hier haben wir die Endlosschleife, wo die Werte ausgelesen werden. Hier ist der Pointer, Musikpointer, der zeigt halt auf dieses Musikding und dann werden hier stückweise diese Werte ausgelesen und an die Kanäle gegeben. Kanal von 0 bis 3, M0 bis 2, die drei Kanäle. Naja, okay, kann man rumspielen. Ist jetzt nur mal was zum Zeigen, was mit der SID-Cog, wie einfach das auch zu programmieren ist. Ja, wenn man mal irgendein Game oder irgendwas macht. Ja. Und jetzt haben wir hier wieder eine Sache, dort wird... wie gesagt, werden solche DMP-Dateien von SD-Card abgespielt. Die müssen wir jetzt natürlich auch kopieren auf unsere SD-Card. Machen wir mal. So. Und die sind wie bei dem ersten Demo alle schon im Quelltext vorhanden und werden dann bloß entsprechend auskommentiert. Ja. Starten wir mal, gucken wir mal in unsere Startdatei. Arbeitet auch mit dem FSRW. Also aufpassen, ja, FAT16 und keine langen Dateinamen. Also das geht sonst in die Hose, wenn man mal welche dazu hinzufügt. Hier sieht man, wie einfach das ist, ja. Dieser DMP-Player, das ist der blanke Wahnsinn. SID-Cog starten, FSRW starten, SD-Card mounten, dann starten wir hier unsere SID-Cog selber mit den entsprechenden Pins, öffnen die Datei und dann haben wir hier eine Endlosschleife,
wo wir immer 25 Bytes aus der Datei lesen, und zwar in den Puffer, in einen Puffer. Das sind eigentlich diese SID-Register. Ja, die streamen wir eigentlich in diese Register rein. Ja. Gibt dann hier so einen Update-Befehl und dann ist das aktuell. Ja. Hier dann auskommentieren, der erste Sound wäre, ist hier schon auskommentiert, und die weiteren, wenn man sich die anhören möchte, Blitter oder Boulder-Dash, oder dann die entsprechende Zeile kommentieren hier vorne und die andere auskommentieren. Ja, ich schiebe jetzt das mal rüber. Ich kenne es gar nicht, das lag mit bei. Und dann gucken wir mal. Ja, funktioniert. Wunderbar. Ja, und dann haben wir noch was ganz Lustiges. Das sind Vokalsounds. Und zwar werden dann hat der Chef von Parallax, Chip Breezy, wohl so eine Schwäche für Sprachsynthese. Und hat so einen Vokalsynthesizer geschrieben. Und dort kann man Sprache, ja, was wohl auf Phonembasis irgendwie, kann man synthetisieren. Ja, und da gibt es halt verschiedene Demos dazu. Ich habe die hier alle reingepackt, sind 1, 2, 3, 4 Stück. Ja. Und ich habe das hier mal gepaart, einfach mit einem Zusatzquelltext, das ist dann mehr so in Richtung künstliche Intelligenz. Da ist ja der Propeller-Chip prädestiniert mit seinen 8 Cores. Und dachte mir, naja, so, man kann ja dann auch mal so eine Identität, menschliche Identität irgendwie emulieren. Und das habe ich hier getan. Und dann, der Quelltext heißt Bundestag, weil ich habe mir gedacht, naja, 8 Cores, da können wir doch gleich mal mehrere Identitäten emulieren. Und das ist so sozusagen so ein Bundestag-Emulator. Und dann habe ich die KI gleich mit dieser Vokalsprachausgabe versehen. Und dann können wir uns mal anhören, wie sowas klingt im Bundestag. Ja. Also man hört, die KI läuft auf vollen Touren. Es bahnt sich hier eine revolutionäre Entscheidung an im Bundestag. Das ist natürlich eine enorme Leistung. Also man kann hier auf gut Deutsch aus Phonemen irgendwas zusammensetzen, irgendwelche Stimmen, und kann das synthetisieren, kann das Stereo ausgeben mit bestimmten Betonungen und so weiter und so fort. Hier halt mal so als Bundestagssimulator. Ich habe noch ein paar andere Sachen, die nicht so ernst sind, sondern mehr lustiger Natur sind. Ja. Zum Beispiel habe ich hier auch nochmal für alle Star Trek-Fans so einen Darth Vader-Emulator. Da klingt das dann so. Alles per Synthese erzeugt. Also kein Wave, was hier abgespielt wird. Was haben wir denn noch Schönes? Lassen wir doch mal die Puppen tanzen. Hier haben wir ein Demo. Das soll mal das letzte sein hierzu. Das ist original von Parallax allerdings ein Demo. Dort wird per Vokalsynthese singt der Propeller-Chip. Ja, ich schieb's einfach mal rüber. Thank you.
Jawohl. So, und das soll es im Wesentlichen zu den Spielereien gewesen sein. Es ist hier noch ein letzter Test dabei. Den braucht man eigentlich nur, wenn irgendwas nicht läuft. Ja? Ich meine, was ist, wenn irgendwas nicht geht? Ist ja durchaus möglich. Ja, in dem Soundbereich, also ohne SD-Card, da kann ja nicht allzu viel passieren. Ja. Wenn da irgendwas nicht geht, dann ist es irgendwo entweder eine Fehlbestückung, falsches Bauteil verwendet, ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung. Ja, das findet man, das ist nicht weiter wild. Da hängt ja, wenn man sich den Schaltplan anschaut, ja, den wir haben von der Soundkarte selber, da hängt ja nicht viel dran. Ja. Das ist ja wirklich relativ einfach von der Schaltung her. Was soll da schief gehen? Ja, da muss man dann halt einfach nochmal stückweise durchgehen. Anders ist es mit der SD-Karte, wenn da irgendwo bei den Tests irgendwas nicht geht. Ja, da ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger herauszufinden, liegt es jetzt an der Hardware? Ist dort irgendwo ein Kurzschluss oder sonst irgendwas? Oder habe ich irgendwie, kommt der Hive mit der SD-Karte nicht klar? Also ab und zu gab es schon mal so Fälle, dass mit bestimmten SD-Karte-Typen das einfach nicht ging. Dann hat man eine kleinere genommen oder eine andere einfach und dann ging das. Ja. Also dort mal variieren, das kann eine Fehlerquelle sein. Und wenn es gar nicht läuft, kann man hier diese Administra CLI laden. Das ist eigentlich eine Kommandozeile, die komplett auf dem Administra-Chip läuft. Ich lade das Gerät mal, das Programm. Welche Kommandos möglich sind, ist hier in der README enthalten. Ja? Das Programm selber stammt von dem Macher von der FAT Engine, die wir ja auch verwenden im Trios nachher. Die FAT Engine, muss ich natürlich dazu sagen, macht auch FAT 32. Ja, also nicht täuschen lassen, wenn dann zum Beispiel, wenn man aus Versehen irgendeine SD-Karte FAT 32 formatiert hat, weil sie größer als 2 GB ist und die läuft dann hier mit dem Test, geht es natürlich trotzdem nicht bei den Soundtests. Ja, aber man kann hier mit dieser Kommandozeile direkt, ein bisschen direkter kommunizieren mit der SD-Card. Da wir jetzt natürlich noch keine Verbindung so richtig zu unserer Grafikkarte haben, dafür bräuchten wir ja noch Regnatix, den dritten Chip, läuft das über das serielle Terminal. Ja, also das heißt, wir müssen das serielle Terminal starten. Das muss auf 115 Kilobaud stehen als Baudrate, ja, kommen auf eure COM-Schnittstelle, die ihr verwendet. Bei mir ist es jetzt momentan aktuell COM3. Ja, und dann schiebt man das Programm rüber. Mache ich mal. Und nicht vergessen zu ernebeln hier. Dann meldet sich Administra in unserem Protokollfenster mit einer richtigen Kommandozeile. Ja. Hier steht auch gleich als erstes als Hinweis, please mount disk first. Also wir müssen unsere SD-Karte jetzt mounten mit dem Befehl mount 0. Das machen wir jetzt einfach mal. Mount 0. Und dann sagt er uns auch Hive mounted. Hive, so haben wir ja unsere SD-Karte benannt. Ja. Also die SD-Karte Hive ist jetzt mounted. Und mit diversen Kommandos, zum Beispiel ls, können wir uns jetzt das Directory anzeigen lassen. Sieht jetzt ein bisschen zerrissen aus, weil ich jetzt den Font so groß gestellt habe, dass man das hier im, ich sehe gerade, es reflektiert ein bisschen, dass man das hier ordentlich sieht auf dem Bildschirm. Ne? Im Normalfall, wenn man einen kleineren Font hat, hat man eine richtig schöne Directory-Anzeige. Im Verzeichnis von dem Demo gibt es eine README. Hatte ich die jetzt schon offen? Nein. Und dort sind alle Kommandos nochmal verzeichnet. Echo-Kommando gibt es, D, Time und man kann mounten, unmount, disk, free, disk, used. Ja, wie viel ist belegt, ls, da können wir uns anzeigen lassen. Find, of, found,
Change Directory, da war FAT32, beziehungsweise da FAT Engine kann zum Beispiel auch Verzeichnisse. Ja, und da können wir in Verzeichnisse wechseln. Das geht mit dem FSRW zum Beispiel auch nicht, was für die einfachen Demos in Verwendung ist hier. FSRW kann nur FAT16 und keine Verzeichnisse. Ja, das war also damals in der ersten Version hatte ich auch FSRW im Trios drin. Aber irgendwann waren es so viele Dateien, da war das einfach nicht handhabbar, alles in der Root zu verwalten, alle Dateien. Ja. Und deswegen dann irgendwann der Umstieg auf diese FAT-Engine. Rename und Remark und Makefile, Makedir, Cat, Test. Also da kann man, da gibt es diverse Kommandos, man kann richtig wie mit einer Kommandozeile hier arbeiten und kann schauen, ob diese SD-Karte funktioniert. Ja, was passiert? Ich mache mal einen Unmount. So, jetzt ziehe ich mal SD-Karte raus und mache nochmal einen Mount. Was sagt er da? Weiß ich nicht. Gucken wir mal, muss ich jetzt selber gucken. Er bleibt auf jeden Fall erstmal hängen. Und wahrscheinlich wird er irgendwann abbrechen. Ja. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Muss man, es kommt zumindest nicht diese Nachricht, dass er das gemountet hat. Ja. Ja. Also das wäre nochmal eine Möglichkeit, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wirklich, das kann man es nochmal mit dieser Kommandozeile testen und direkt mit Administrator dort kommunizieren. Ja. Okay, das war's. Zu Administra. Wir kommen später noch mal zu diesem Chip zurück. Und zwar, wenn wir uns mit den IO-Karten beschäftigen und wenn wir uns mit dem Netzwerk beschäftigen. Dann, das läuft ja auch über Administra. Allerdings haben wir dann eigentlich den ganzen Rechner schon zur Verfügung und können direkt über Trios dort schon Dinge tun. Jo, nächster Schritt, weiß gar nicht, wird jetzt Bellatrix direkt NATIC sein, Speicher, Ledge und dann sind wir eigentlich schon fast so weit, dass wir Trios installieren können. Ja, wir werden es aber noch nicht tun dann, wir werden dann erstmal RTC noch bestücken, die Realtime-Clock. Wie gesagt, Netzwerk müssen wir ein bisschen verschieben, da muss ich erst noch eine Buchse bestellen. Aber das kommt dann auch. Und dann sind wir eigentlich schon durch, dann sind wir schon fertig. Ja? Also der nächste Schritt ist Regnatix und da geht es schon richtig zur Sache. Ja, da können wir schon, machen wir schon einen Speichertest. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht installieren wir doch schon Trios. Keine Ahnung, muss ich mal überlegen. Ich stelle ja dann erst, wenn ich dann soweit bin, die Testprogramme neu zusammen. Jo, nicht vergessen, das Testprogramm neu holen, damit die Administra-Testprogramme da drin sind, dieses Testpaket. Jo, das soll es gewesen sein für den heutigen Tag und für diese Folge. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Und dementsprechend, ciao, ciao, bis demnächst in diesem Kino.